einer Einladung der Tourismusorganisation Vital Welthausrug zu einer Taufe der besonderen Art nach Wien folgten zahlreich Vertreter der 6 Vitalweltgemeinden, Mitarbeiter verschiedenster Medien und natürlich sämtliche Betreiber namhafter Tourismuseinrichtungen der Hausruckregion. Für eine kurzweilige Fahrt zum Wiener Westbahnhof in einem Sonderwaggon der ÖBB sorgten musikalische Klänge der Hausruck-Tanzmusi und auch für das leibliche Wohl der Gäste wurde zwischen Wels und Wien bestens gesorgt. Die Idee, den Namen Vitalwelt Hausruck zu einem Begriff zwischen Salzburg und Wien werden zu lassen, stammt von einem jungen Patschallerbacher, dessen Leidenschaft schon von jeher Züge sind. Eine gute Idee, denn wie eine kurze Umfrage am Bahnhof unserer Bundeshauptstadt zeigte, hat man dort noch keine oder nur sehr vage Vorstellungen vom Hausruckland. Da kann man Erholung machen irgendwie so, keine Ahnung, weiß nicht, das ist jetzt zum ersten Mal. Der Hausruck sagt mir was. Was verbinden Sie damit? Ruhe, Erholung, wunderschönes Gebiet. Ich habe gleich einmal einen Brief geschrieben an unseren Herrn Bürgermeister. Und ich habe gleich eine positive Rückmeldung gekriegt. Er hat das weitergeleitet und es ist jetzt wirklich in Erfüllung gegangen. Es ist einfach so, dass hier auch sehr viele die Gesundheitsangebote aus der Steiermark oder aus dem Burgenland kennen, speziell aus dem Wiener Raum. Und uns ist natürlich Anliegen, ist, unsere Angebote, die auf diesem Sektor sehr gut sind, zu transportieren. Und transportieren können wir es nur dann, wenn wir es vor Ort den Leuten zeigen können. Und da haben wir gesagt, das ist ein idealer Weg, das im Zug zu machen. Die Leute haben Zeit, die Leute, die mit dem Zug unterwegs sind, haben Lebensgefühl, wollen nicht im Stau und im Stress stehen, sondern fahren also entspannt und relaxed mit dem Zug. Und deswegen haben wir diese Kooperation gewählt. Nach einem kurzen Abstecher in ein uriges Wiener Gasthaus mit schattigem Biergarten ging es zurück zum Wiener Westbahnhof, wo bereits eine Abordnung der Vitalwelt Hausruck-Mitarbeiter den prominenten Taufpaten des IC 644 erwarteten. Auch für den Innenminister mit Wurzeln im Hausruck war dies eine neue Erfahrung. Ja, das ist eine Novität und eine Premiere, aber jetzt weiß ich auch, dass es sich wirklich gelohnt hat, Minister zu werden. Der IC 644 mit dem Namen Vitalwelt Hausruck wird ein ganzes Jahr lang auf der Strecke Salzburg-Wien dafür sorgen, dass neue Gäste eine für sie neue Region zum Urlaub machen, entspannen und zum Genießen entdecken. Unterstützt wurde diese innovative Idee von Anfang an auch durch die Vitalwelt-Gemeinden. Ich glaube, man muss halt ungeheure Dinge inszenieren. Damit meine ich ungeheuer im Sinne von aufwendig, dass man auffällt, dass man einen Namen, einen Begriff bekannt macht. Und der Zug, der von Wien nach Salzburg fährt und von Wels nach Bad Schallerbach, der ist einfach eine wirklich neuartige Idee. Finde ich eine sensationelle Idee. Ich finde es sehr gut, wenn die Leute nicht nur mit dem Auto kommen. Ja, mit der Arbeit haben wir ja ein bisschen wenig Parkplätze. Und da ist es ganz gut, wenn die Leute dann von Wien und Salzburg auch mit dem Zug anreisen können. Und vor allem, sie lernen dann schon ein bisschen die Geschwindigkeit kennen, was sie dann brauchen, wenn sie die Acapulco-Rutschen hinunterrutschen. Ne? Es ist eine schöne und gute Sache, dass man auch unsere Region in der Öffentlichkeit noch mehr bekannt macht, speziell vielleicht bei den Zugreisenden, die halt dann auch, wenn es geht, in Wels aussteigen und dann wirklich auch zu uns in die Vitalwelt Hausruck kommen. Der Werbewert ist, glaube ich, unschätzbar. Wir können uns alle noch nicht vorstellen, was das bedeutet. Und nichts ist besser, als wenn die Bevölkerung Österreichs und auch über Österreich hinaus von dieser wunderschönen Landschaft mit den einmaligen touristischen Angeboten etwas erfährt. Aber nicht nur der Name Vitalwelt wird auf sämtlichen Bahnsteigen und Wartehallen zum Begriff werden. Zusätzlich wird Informationsmaterial in allen Waggons aufliegen und speziell geschulte Urlaubsberaterinnen werden den Fahrgästen individuell und persönlich Anregungen für einen Besuch in unserer Urlaubsregion geben. Wir können noch nicht hundertprozentig abschätzen, wie die Leute reagieren, aber das wird sich bald ausstellen. Wenn es den Leuten gefällt, werden wir dann Schwerpunktthemen machen, wo wir spezielle Aktionen, zum Beispiel einmal, wenn der Most fertig ist, mit dem Most im Zug unterwegs sind, dann setzen werden und so einfach mit viel Charme und zwei jungen, hübschen Mädchen unser Urlaubsangebot transportieren. Wie oft werden die Urlaubsberaterinnen im Einsatz sein? Vorerst ist es geplant, einmal pro Woche das zu machen, können wir aber noch steigern, das heißt, wir haben da noch Potenzial. Es kommt darauf an, wie es ankommt. Ich bin an sich ein seltener Zugfahrer.
Fahrer. Ich weiß aber aus meiner Erfahrung, sobald ich im Zug einsteige, fällt mir die Tageszeitung oder irgendwas, dann suche ich irgendwas, was ich lesen kann, egal was da liegt. Und wenn es nur der Fahrplan ist, dann wird das gelesen. Und deshalb ist das eine gute Idee, dass da im Katalog der Vitalwelt Hausdruck aufliegt. Und ich bin überzeugt, dass der Katalog sehr viel gelesen wird und damit auch zum Bekanntheitsgrad beiträgt. Ich habe in Salzburg studiert und in Wien einen Teil meines Lebens jetzt verbracht, habe viel Zeit in dem Zug zwischen Salzburg und Wien verbracht und ist eine Aufmerksamkeitserreger erster Klasse. Noch dazu ist damit gegeben, dass man sich in einer entspannten Atmosphäre auf das nächste Urlaubs- oder Erholungsziel einstellen kann. Ich halte das für eine sehr gute Idee und wünsche dieser Idee viel Erfolg. Herr Kommerzialrat Gruber, seit der Gründung der Vitalwelt hat es ja sicher viele besondere Momente für Sie als Vorsitzenden gegeben, aber heute ist das ein ganz ein besonderer Tag. Also ich muss wirklich sagen, das war der besondere Tag heute. Sie waren ja dabei. Wir sind alle glücklich, dass diese Veranstaltung so gut geklappt hat. Wir hatten prominenten Besuch und konnten unsere Region entsprechend präsentieren heute.